Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des Nuts mit dem Marc heute am 29.12. Die Folge ist wieder relativ frisch produziert. Wir haben es gerade 10.49 Uhr. Und wie ihr seht, hier läuft und rennt wieder alles. Alles läuft, außer der LKW für. Außer der Rübenroder, weil ich danach abladen muss. Das wollen wir jetzt mal eben machen. Genau, ihr seht Musik im Hintergrund, das heißt, ich nehme ein paar Folgen mehr auf als eine. Das wird auch heute so sein. Zwei auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar drei heute. Warum, wieso, weshalb? Aus dem ganz einfachen Grund. Ja, mir läuft der ja nicht, der ist ja noch gar nicht an. Einfach nur aus dem Grund, dass ich heute alle Folgen vorproduzieren möchte bis zum 31. Das ist dann die Folge 29, 30 und 31 regulär. Und dass ich dann im Laufe, also das am 30. die Special-Folge für abends aufnehmen kann, dass ich da in Ruhe Zeit für habe, mir nochmal ein paar Sachen angucken kann im Laufe des Tages. Vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sache vorbereiten. So dass ich da jetzt gleich, beziehungsweise später ganz entspannt. So. So. Wie gesagt, da möchte ich ganz gerne vielleicht noch ein paar Sachen vorbereiten, mir noch ein bisschen was angucken und so. Wenn ich das jetzt zwischendurch mache und vielleicht schon mal Sachen umstelle und so weiter, ist das vielleicht ein bisschen dämlich. Obwohl ich mir auch noch überlege, in meinem Testspielstand mir das aktuelle Safe Game nachher zu laden. Um dann im Endeffekt zu sagen, ja, der LKW fährt. Ja. Und dann im Endeffekt zu sagen, dass ich das im Endeffekt dann im aktuellen Safe Game mache. Oder in einem Safe Game Backup, dass wir hier ganz entspannt weitermachen können. Und im Endeffekt auch keine Zeit verlieren, weil im Endeffekt Zeit ist hier unheimlich viel Geld aktuell. Hier läuft so viel. Wenn ihr jetzt oben schon wieder seht, was hier alles an CP-Fahrern unterwegs ist. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Beide Drescher laufen, der Karottenroder läuft, der John Deere läuft, der 6250R läuft, ja, mit Grasschnitt gerade noch, der New Holland läuft, der T7, der ist gerade bei der Strohbergung irgendwo auf Feld 19 unterwegs, da hinten fährt er, wie ihr jetzt seht. Also hier ist gerade alles los. Alles, was Räder hat, fährt gefühlt gerade. Das ist schon Wahnsinn. Und da heißt es jetzt, dass ich da eigentlich ungern Zeit verlieren möchte. Womit auch immer. Weil das Lustige ist, es kommt ja im Endeffekt nachher noch. Wenn wir dann nachher wieder anfangen, Gelungerreste auszufahren auf Feld 16, wenn das erstmal fertig ist, dann haben wir noch viel weniger Zeit, weil dann muss ich auch irgendwo einen Gärreste ausbringen fahren und dann ist nicht mehr mit so viel. Beziehungsweise dann dauert alles noch viel länger. TGS ist auch fertig. Der hat ja auch gar nicht mehr so viel zu fahren. Zwei, drei Kippers noch und dann ist der fertig. Genau. Und heute am 29. kommt noch mein PC-Stuhl. Habe ich heute Morgen eine Sendungsverfolgung gesehen, der ist unterwegs. Irgendwann heute Nachmittag soll der ankommen. Der kommt jetzt auf eine Stunde, hat zwar nicht drauf an. Was ich aber ganz gut ist, diese Live-Aktualisierung, die geben dir circa eine Stunde Zeitraum, wann die denn in etwa da sind. Und ja, da tut es ja richtig gut. Wenn der jetzt auch noch da stehen bleibt. Genau, der ist noch zum 10 Grastexturen, sage ich gleich nochmal kurz eine Kleinigkeit. Ich wollte mal eben ganz kurz gucken. Ah, das hat ja auch funktioniert. Das ist doch mega gut. Zu den Grastexturen, da kann ich ja nochmal was sagen. Das sehen wir jetzt ja auch ganz gut. Man sieht auf jeden Fall, dass es andere Grastexturen sind. Die Grastexturen sind geil. Gar keine Frage. Das sieht man jetzt beim Mähen erst so richtig. Die Schwatttextur ist eine ganz andere. Und so, also die aus dem Mähwerk rauskommt, ist schon mal eine ganz andere. Die hier liegt, ist auch schon mal viel geiler. Das sieht viel geiler aus.
Finde ich mega geil. Also gefällt mir auch richtig gut. Genau, also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut. Die Grastextur, deswegen behalten wir die auf jeden Fall bei. Die Weizentextur auf jeden Fall auch. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich noch hier oder da noch eine Kleinigkeit. Da bin ich jetzt noch, will ich sagen, unentschlossen, aber da warte ich im Endeffekt nochmal drauf ab. Es kommt jetzt im Endeffekt ja auch nicht auf den Tag drauf an, was wir aktuell machen. Weil hier ist der nämlich auch so gut wie fertig. Der sagt zwar noch eine Viertelstunde, das wird er auch wahrscheinlich auf jeden Fall noch brauchen. Aber hier müssen dann nachher Gerast drauf und das wird auf jeden Fall dann auch wieder spannend, spannend, spannend. Der kann doch einmal abladen. Hier ist auch noch Platz drin. Im Endeffekt weiß ich noch gar nicht. Hier ist gar nicht so viel Gülle drin wie gedacht. Da ist Mist unheimlich viel drin. Hier sind auch ein paar Kipper. Wie viel hat denn aktuell die BGA produziert? 300.000, das ist ja nix. Das ist ja nix. Aber wir können schon mal wieder in den Fendt reinhüpfen. Weil die Karotten sind so gut wie wieder voll. Ich will jetzt das Feld einmal abroden. Und dann mir nachher anzeigen lassen oder damit nachher mal angucken, wie viel im Endeffekt hier runtergekommen ist. Die potenzielle Erntemenge. Weil das interessiert mich ja doch schon so ein bisschen. Weil es ja für uns natürlich auch ganz wichtig zu wissen, wie viel da im Endeffekt dann rauskommt. Was wir im Endeffekt nachher auch rechnen können. Wie gesagt, aktuell tendiere ich wirklich noch auf den Kauf des Kartoffelfeldes, muss ich sagen. Also das interessiert mich auf jeden Fall noch. Ich glaube, das werden wir auch noch kaufen. Da bin ich ganz stark auf Überzeugung von, dass wir das im Laufe des... Vielleicht nicht heute, aber vielleicht dann morgen uns endlich mal leisten werden. Was heißt leisten werden? Wir können es uns auf jeden Fall leisten, aber dann haben wir auch Kartoffeln satt und genug und Flächen brauchen wir eh noch wie Sand am Meer. Also da kommen wir auch nicht drum herum. Also das ist ja eigentlich so eine Sache, da brauchen wir eigentlich ja alles. Wenn wir dann sagen, wir nehmen das Karottenfeld hier und wir dann auch 1,7 Millionen Euro Armor. Ob wir dann erstmal Kartoffelroder brauchen oder nicht, ich denke, dass es bei unserem Massen an Geld, die wir von A nach B schippen, eigentlich fast egal, meiner Meinung nach. Wir machen so viel Umsatz und so viel Geld jeden Tag. Das ist meiner Meinung nach schon eigentlich egal. Ich will nicht sagen hundertprozentig egal, aber schon ein bisschen uninteressanter, ob wir jetzt die 100.000 mehr investieren oder im Endeffekt nicht. Die Karotten müssten auch noch im Wachstum sein. Von daher muss auch Karotten wachsen. Eigentlich wäre es ja schon Porno, wenn wir die jetzt holen und dann einmal mit Dünger da drüber her. Und einmal mit Dünger drüber her, dass wir zumindest 50% mehr Ertrag da rauskriegen und vielleicht danach nochmal drüber her. Komm, wisst ihr was? Neues Stück Land kaufen. Zack, wir sind 1,7 Millionen Euro Armer. Nee. Alter, wir haben jetzt echt ein richtiges Stück Land gekauft. Steht da schon eine potenzielle Erntemenge? Ne, ist ja noch im Wachstum. Weizen, 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 Weizen. Gerade Güker, würde ich sagen. Rein theopraktisch.
weg. So, Teddy aus Ende haben wir uns jetzt gekauft. Schmidter jetzt egal. Ne, der steht unten. Ich hab den. In der Übersicht hatte ich den T7 gesehen. Karotten müssen auch gleich wieder abgeladen werden. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Warum habe ich den jetzt gekauft? A, wir haben viel mehr Kapazität. Also, wir haben viel mehr Kapazität. Das ist eigentlich das, was ich jetzt haben möchte. Und die kleinen Düngerstreuer. Ja, ganz ehrlich, wir brauchen die eh nicht so oft. Dann können wir uns auch zwei große, gute, vernünftige dahinstellen. Ist das gut. Meiner Meinung nach. Und wie sieht es denn mit Karotten aus? 93%. Der fährt jetzt eh erstmal bornen. Ja, tut auch. Wir müssen jetzt mal zum Händler. Weil ich will da zumindest ein bisschen düngen. Zumindest so ein bisschen. Zumindest einmal drüber her, dass ich sagen kann, ja, er kommt zumindest mehr ertragbar rum. Vielleicht können wir ein zweites Mal Kunstdünger fahren, aber wir fahren jetzt das erste Mal einfach Kunstdünger. Noch zurückschieben. Der Fett hat auch schon 88 Stunden gefahren, das ist schon Wahnsinn. Gut, der Spielstand hat auch knapp über 200 Stunden schon. Also, ich bin mir gar nicht, wir haben ja einmal gewechselt von der Solo, von der Standardkarte auf die Vierfachversion. Ich weiß nicht, ob die 40 Stunden oder was im Endeffekt dann vielleicht auch waren. Vielleicht waren es auch 50 Stunden schon. Ob die dann mitgekommen sind. Ich glaube es eigentlich nicht. Und dieser Spielstand hat jetzt irgendwas um die 200 Stunden. Aber die Statistiken und so, die schauen wir uns dann am 31. ganz entspannt an. Was wird am 31. kommen? Wir haben heute den 29. Heute kommt Carmel for Oms. Ich hoffe, die kommt gut an. Freut mich dann zumindest immer. Ich denke, dass am 31. Omsi kommen wird. LS kommt zweimal sogar. Einmal zum 19 Uhr die Standard-LS-Folge. Also einmal die Standard-LS-Folge und einmal die Special-Folge mit dem, was wir im einem Jahr im Endeffekt so geschafft haben. Und so. Das will ich mir dann mit euch im Endeffekt dann angucken. So, der hat auch nur noch eine Bahn, dann ist der auch fertig. Halt, stopp. Ja. Habe nämlich viel Kapazität drin und so, dann läuft das nämlich jetzt auch gleich ganz entspannt. Das Ding werden wir dann mal im Voll machen mit Dünger. Dann fahren wir unser neues Kartoffelfeld und dann muss man da hin. Genau. So. Also mehr CP-Kurs da sind, umso schlimmer wird einfach noch die FPS. Das ist einfach nur Wahnsinn.
Aber es berechnet ja auch dann unheimlich viel. Oh, da kommt der nächste und der chippt einfach ja so drüber her wahrscheinlich. Ich kann Erde da reinnehmen. Wäre gar kein Dünger mehr drin, das kann natürlich auch möglich sein. Ah, ne, hat abgekippt, das ist schon mal schön. Ist das ein Anzeigefehler? Ja, ist auf jeden Fall. Ja, das soll jetzt aber erstmal nicht das Problem sein. Ich bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Zweiter Folge noch frische Marschbestand. Tschüss.